Meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Magazin der Neuen Zürcher Zeitung. Dass ich Sie hier in einem Wald begrüße, hat einen engen Zusammenhang mit dem Thema unserer heutigen Sendung. Bäume sind eine ergiebige Ideenquelle für Ingenieure. Sie sind in manchem natürliches Vorbild zur Lösung von technischen Problemen. Bionik nennt sich der neue Forschungszweig, der Biologie für Technik nutzbar machen will. Wir möchten Ihnen einige Beispiele der jungen Forschung zeigen. Hölzerne Vorbilder stecken hinter der Konstruktion des ersten Ganzkunststoffflugzeuges. Die natürliche Energieproduktion von Pflanzenblättern wird für neue, künstliche Formen der Energieerzeugung nachgeahmt. Bestandteile von Autos werden nicht mehr einfach gebaut, man lässt sie gewissermaßen wachsen. Und ein klassisches Beispiel für Bionik in der Architektur. Zunächst aber zu den Bäumen, die in den Himmel wachsen, und zum Holz, das künstlich nachgebaut wird, damit Flugzeuge in den Himmel fliegen können. Am Westhang der Sierra Nevada-Bergkette in Südkalifornien breitet sich auf 1800 Metern Höhe der Sequoia-Nationalpark aus. Dass es diesen Park überhaupt gibt, ist den größten Bäumen der Welt zu verdanken, den Mammutbäumen, zu deren Schutz, Erhaltung und Erforschung der Park vor 90 Jahren eröffnet wurde. Die Höhe dieser Riesen beträgt über 100 Meter. Der Umfang ihres Stammes misst rund 25 Meter. Nicht wenige sind bis zu 3000 Jahre alt. Die Sequoia sempervirens ist ein überaus erfolgreiches Lebewesen. Und ihr Erfolgsrezept hört sich eigentlich viel zu einfach an, um wahr zu sein. Nun, eine Sequoia wächst sehr gut und erreicht sehr schnell eine solch schwindelerregende Höhe. Aber das kann sie auch nur, weil sie aus dem leistungsfähigsten Material besteht, das man sich für diese Aufgabe nur denken kann, nämlich aus Holz. Holz als Voraussetzung für Erfolg, Größe und Langlebigkeit. Dieser Stab aus Fichtenholz ist ganze 13 mm dick. Bei der EMPA, der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in Dübendorf, offenbaren sich seine erstaunlichen Materialeigenschaften. Zum Beispiel die vertikale Belastbarkeit. Bis zu 2 Tonnen Gewicht vermag dieser dünne Holzstab zu tragen. Was allgemein als Holz bezeichnet wird, ist für den Biologen ein Organismus, für den Ingenieur ein Werkstoff und für den Statiker eine Mikrostruktur. Dass Holz weder ein Material noch eine Struktur, sondern beides in einem ist, ergibt sich aus der Anordnung der Zellulosefasern in einer Holzzelle. Here we have some cellulose. Hier haben wir Zellulose, das ist Leinen, eine widerstandsfähige Flachsfaser. Wir können die Fasern sogar mit bloßem Auge erkennen, wenn wir sie vor das Licht halten. Da, sehen Sie? Zellulosefasern. Wenn man diese Fasern als Baumaterial verwendet, sie in einer Spiralform um einen inneren Hohlraum herumwickelt und schließlich mit Naturharz verklebt, dann erhalten wir eine Holzzelle. Röhrchen, Hohlräume und Fasern. Hochleistung dank Einfachheit ist ein typisches natürliches Designmerkmal. Holz ist leicht, besitzt eine geringe Dichte und bleibt dennoch widerstandsfest, formtreu und belastbar. Eine besondere Eigenschaft von Holz ist auch sein mehrstufiges Bruchverhalten. Unter dem Elektronenmikroskop wurde das Bruchverhalten untersucht und das Prinzip des Kollaps auf Raten entdeckt. Als wir diese Eigenschaft des Holzes genauer untersucht haben, ist uns bald die Idee gekommen, die Widerstandsfestigkeit moderner synthetischer Verbundwerkstoffe zu verbessern, indem wir diese natürliche Mechanik duplizierten. An der Universität von Reading in England stellte sich heraus, dass zum Duplizieren von natürlichen Mechanismen Biologen, Physiker und Ingenieure kooperieren müssen. Einfache Prototypen aus Carbonfasern und Fiberglas sind erste Versuche, eine einzelne Holzzelle nachzubauen und dabei die künstlichen Faserspiralen so anzulegen, dass die Materialeigenschaften und das Bruchverhalten sich analog zum natürlichen Vorbild verhalten. Es gelang auf diese Weise, den Faserbruch von Holz mit einer künstlich kopierten Holzzelle nachzustellen. Natürlicher Kollaps auf Raten unter vertikaler Zugspannung. Erste Kollapsstufe, bei zunehmendem Zug zieht sich das Modell nach innen zusammen und wird unmerklich dünner. Zweite Stufe, das Modell zerbricht, aber nicht ganz.
Was zerstört wurde, ist der Zusammenhalt der einzelnen Fasern. Erst in der dritten Stufe, bei fortgesetztem Zug, reißen auch die Fasern eine nach der anderen. Außen und im Inneren ist die Ähnlichkeit mit Holz unübersehbar. Auf dieser Grundlage wird in Reading ein holzähnlicher Verbundwerkstoff nachgebaut, der wie sein natürliches Vorbild Material und Struktur in einem ist und die Eigenschaft des mehrstufigen Kollapses aufweist. Das Ausgangsmaterial sind geflochtene Kevlarfasern, die mit Kunstharz verklebt sind. Entscheidend ist der Winkel der Fasern, der um etwa 20 Grad von der senkrechten verkantet ist. Die hohlen Innenräume einer Holzzelle werden hier durch eine Wellenform ersetzt, deren Herstellung schneller und billiger ist und die weniger Material für denselben Effekt erfordert. Bereits auf der Laborstufe werden die natürlichen Mechanismen in einer optimierten Konfiguration angeordnet, die sich später für eine industrielle Großmengenproduktion eignen soll. Druck unter der Presse und die Erhitzung im Ofen beenden die Herstellung des neuen Verbundwerkstoffs. Die erfolgreichsten Werkstoffe aller Zeiten sind nicht unbedingt diejenigen, die eine hochspezifische Topleistung erbringen. Nein, die wirklich einzigen Stars unter den Werkstoffen sind eher diejenigen, die als Allrounder ein ausgewogenes Miteinander von mehreren Eigenschaften in sich vereinigen. Der neue Werkstoff aus Reading gerät unter Beschuss. Zu Versuchszwecken in einem Aufpralltest der Emper in Dübendorf. Eine 200 Gramm schwere Stahlkugel wird mit einer Geschwindigkeit von 20 Metern pro Sekunde auf eine Musterplatte abgeschossen. Die Aufprallenergie ist so stark, dass sie eine Stahlplatte, die ebenso viel wiegt, glatt durchbohren würde. Die vertikale Energie wird von den Fasern horizontal umverteilt, von Faser zu Faser weitergereicht und in einer Art Teamwork absorbiert. Es entsteht zwar ein oberflächlicher Schaden und einige Fasern in den obersten Schichten werden zerstört, aber die Gesamtstruktur hat den Aufprall überstanden. Kollaps auf Raten. Einsatzmöglichkeiten für diesen Werkstoff bestehen überall dort, wo ein leichtes und dennoch extrem starkes Material benötigt wird, das durch extremen Druck nicht auf einen Schlag zerstört wird, sondern seinen Dienst gleichmäßig über längere Zeit verteilt einstellt. Wiederverwertbare, natürlich abbaubare, universelle und dennoch spezielle Werkstoffe. Alles sehr gefragt. Aber vielleicht suchen wir einfach viel zu weit, ohne das zu beachten, was direkt vor unserer Nase liegt. Wir wollen die Natur nicht kopieren. Wenn wir Holz brauchen, ist ein Baum der beste Produzent. Es wäre nur Zeitverschwendung, besseres Holz nachbilden zu wollen, als ein Baum es wachsen lässt. Es gibt andere Werkstoffe, die analoge Eigenschaften zu Holz besitzen und an denen wir uns mit zunehmendem Erfolg versuchen können. Ein künstlicher Werkstoff. Röhrchen, Hohlräume und Fasern im industriellen Großeinsatz. Auf Fräsmaschinen werden Ecken und Enden zurechtgefräst und das Material zu Formen verarbeitet. Die Wabenstruktur ist ein natürliches Design, welches ein ideales Verhältnis von geringem Gewicht und hoher Belastbarkeit ermöglicht. Passende Abdeckungen werden aus dem Carbonfasergeflecht geschnitten, um das Wabenmaterial zu einem Verbundsandwich zu ergänzen. Wozu dieses Sandwich eingesetzt wird, verdeutlicht ein kleiner Zeitsprung. Das größte flugtaugliche Flugzeug der Welt im Trockendock in Long Beach, Kalifornien. Die Hughes H4 Hercules, auch liebevoll Spruce Goose genannt, die schicke Gans. Ihre Flügeloberfläche beträgt 1026 Quadratmeter oder ein Zehntel Hektar. Ihre Spannweite 97 Meter bei einer Länge von 67 Metern und ihr Gewicht beträgt 200 Tonnen. Das Baumaterial von Rumpf und Flügeln ist Holz. Die vier Propellermotoren aus dem Jahr 1945, damals die stärksten ihrer Zeit, wären nicht in der Lage gewesen, die schicke Gans in die Luft zu heben, wenn sie zum Beispiel aus Aluminium oder Leichtmetall konstruiert gewesen wären. Ohne das leichtere und dennoch ebenso starke Holz wäre die schicke Gans für immer eine lahme Ente geblieben. Mit der Spruce Goose endete aber der Beitrag des Holzes für die moderne Luftfahrt. Seither, während mehr als 45 Jahre, herrscht hier Aluminium vor.
Bei der Beach Aircraft Corporation in Wichita, Kansas, wurde mit der allmächtigen Aluminium-Tradition gebrochen. Hier wird heute das Starship hergestellt, das erste Flugzeug aus Verbundmaterial. Ein Leichtflugzeug, das bei Rumpf und Tragwerk ohne Schrauben und Bolzen auskommt. Auf jeden Fall verwenden wir sehr wenige Bolzen oder andere mechanische Befestigungen und das nur dort, wo die Hülle und die Flügel mit den Triebwerken und den Bordinstrumenten in Berührung kommen. Ansonsten ist unsere Carbonfaserstruktur völlig selbsttragend. Rick Abbott musste während der Entwicklungsphase des Projekts gemeinsam mit der amerikanischen Luftfahrtbehörde umfassende Materialtests durchführen und neue Sicherheitsbestimmungen festlegen. Wir haben uns für Carbonfasern entschieden, weil sie extrem stark und starr sind und dennoch unglaublich leicht, besonders in der jetzigen Wabenform. Für Anwendungen in der Luftfahrt ist dies eine ideale Kombination. Das Starship ist 15% leichter als eine vergleichbare Aluminiumkonstruktion, was Treibstoff spart und eine bessere Flugleistung ermöglicht. Falls das Starship ins Wasser stürzen würde, könnte es nicht untergehen. Es stellt eine Pionierleistung dar, die nur dank der Orientierung an einem natürlichen Vorbild erbracht werden konnte. Es wäre sinnlos, natürliche Werkstoffe wie Holz zu untersuchen, wenn wir nicht die Gewissheit hätten, dass sie optimale Lösungen darstellen. Wir sind uns aber ziemlich sicher, dass sie es sind, weil die Natur nichts anderes als eine perfekte freie Marktwirtschaft darstellt. In der Natur herrscht der totale Wettbewerb. Wenn ein Organismus einen Fehler begeht, wird er sofort von anderen Organismen übertrumpft, die diesen Fehler vermeiden. Aus diesem Grunde weisen natürliche Werkstoffe den besten Weg. Ein Ingenieur denkt sich, dieses Holz besitzt erstaunliche Eigenschaften. Weshalb ist es besser als jedes Material, das ich entwerfen könnte? Er kann untersuchen, welche einfachen Tricks die Hochleistungen des Holzes ermöglichen. Diese natürlichen Prinzipien können auf technische Problemstellungen übertragen werden und man kann den Versuch unternehmen, ein vergleichbares Maß an Vollendung zu erreichen. Das geht viel schneller, als selbst neue Ideen zu entwickeln und es führt in der Regel zu besseren Resultaten. Die besten Ideen liegen schon seit sehr langer Zeit vor und warten nur darauf, von uns in der Natur entdeckt zu werden. Oder wie das Sprichwort sagt, Narr, der ich bin, von Plastik träume, jedoch nur Gott erschuf die Bäume. Die Suche nach neuen Werkstoffen führt die Wissenschaft also auf den Holzweg, im positiven Sinne. Und genauso ist es mit der Suche nach neuen Energieformen. Mit den Bauprinzipien der Natur sollte es nämlich möglich sein, pflanzliche Blätter künstlich nachzubauen und damit deren Methode zur Energiegewinnung zu übernehmen, die Photosynthese. ETH Lausanne. Am Institut für Physikalische Chemie von Professor Michael Grätzl werden Spinatblätter zerkleinert. Ein künstliches Blatt soll gebaut werden. Ein Blatt, das Strom liefern kann. Ein Blatt, das einen Elektromotor antreiben wird. Blätter sind Sonnenkraftwerke. Damit das Licht seine Energie in eine Blatt freisetzen kann, muss es erst einmal aufgefangen werden. Dazu dient eine Farbe, das Blattgrün. Es absorbiert die Lichtstrahlen. Im Blattgrün werden dabei Elektronen angeregt und über eine Membrane abgezogen. Strom beginnt zu fließen. Das Blatt braucht ihn, um Wasser zu spalten und energiereiche Stoffe aufzubauen. 3 Milliarden Jahre Entwicklung führten zu diesem raffinierten Prozess. Versuchung und Herausforderung für Forscher, die nach neuen Energiequellen suchen. Was am Spinat interessiert, ist seine Farbe, das Blattgrün und dessen Eigenschaft, Licht zu absorbieren. Im Mörser wird der Spinat unter Beigabe von Methanol zermalmt. Die Blattzellen reißen auf, die Lösung färbt sich grün. Petrolether trennt den grünen Farbstoff vollständig von den Spinatüberresten. Die natürliche Farbe steigt nach oben. Nach Verseifung wird ein leitendes Glasplättchen in das gewonnene Blattgrün getaucht. Das Plättchen ist mit Titanweiß beschichtet, wie es jeder Maler verwendet. In der künstlichen Zelle absorbiert, wie das Blattgrün, ein Farbstoff die Energie der Sonne. Auch hier regt das Licht die Elektronen an. Die Elektronen werden dann durch die Titanweißschicht abgezogen. Die Schicht entspricht der Zellmembrane im Blatt. Auf einer Leiterschicht fließen die Elektronen in den äußeren Stromkreis, wo sie ihre Energie wieder abgeben. Über ein weiteres Glasplättchen gelangen die Elektronen zurück in die Zelle.
Ein Elektrolyt nimmt sie dort auf. Aus diesem gleicht der Farbstoff sein Ladungsdefizit wieder aus. Die Pflanze, die trennt also diesen Lichtaufnahmeprozess und den Ladungstrennprozess. Und das ist das Prinzip, was wir der Pflanze abgeguckt haben. Das ist bei konventionellen Photovoltaischenzellen nicht der Fall. Die im Silizium sind diese beiden Prozesse vereinigt. Das passiert also auf einmal und das gleiche Material muss also diese beiden Funktionen wahrnehmen. Das Blattgrün ist in die Halbleiterschicht aus Titanweiß eingedrungen. Gegenelektrode und Elektrolyt kommen hinzu. Das künstliche Spinatblatt ist fertig gebaut, bereit, bionische Theorie zu beweisen. Und es wandelt in der Tat Licht in elektrischen Strom. Die eigentliche Grätzelzelle wird natürlich nicht mit dem Grün aus der Natur gebaut. Die Zellen sollen schließlich länger als eine Saison halten. Grätzel hat deshalb synthetische Farbstoffe entwickelt, die um einiges wirksamer sind und den Sonnenschein bis zu 20 Jahre aushalten. Ja, man sagt, ein Blatt kann maximal 9% Energieumwandlungseffizienz erzielen. Unsere Zelle erreicht bereits 10%. Das heißt, wir sind schon etwas besser als das Blatt. Der Trick Grätzels zur Leistungsverbesserung der Zelle beruht auf der aufgerauten Titanweißschicht. Sie besteht aus winzig kleinen Kristallen mit sehr viel Oberfläche. Diese werden bei 450 Grad Celsius mit der leitenden Glasplatte verschmolzen. Die Schicht färbt sich dabei erst dunkel und wird schließlich wieder lichtdurchlässig. Die glasklare Schicht zeigt sich unter dem Elektronenmikroskop als zerklüftete, poröse Felslandschaft. Sie ist tausendmal größer als eine glatte Schicht. Die Poren reflektieren das Licht mehrfach, bis es vom eingedrungenen Farbstoff absorbiert wird. Die Lichtausbeute erhöht sich von 2% auf 97%. Die Zelle erzielt in diffusem Licht, zum Beispiel bei Bewölkung, den besten Wirkungsgrad. 11% gegenüber 6% der Siliziumzelle. Die ganz wichtigen Möglichkeiten sind da, wo eine Transparenz erwünscht ist, zum Beispiel im Bereich der photovoltaischen Fenster. Und wo also gleichzeitig Strom erzeugt werden muss. Es gibt also schon verschiedene Partner, die jetzt konkrete Projekte verfolgen. Wir sehen zwei wichtige Gebiete. Einerseits sind es alle Anwendungen, wo die Solarzelle in einem schwachen Licht ausgesetzt ist. Typischerweise ein Gerät, das draußen ist, aber bei schlechtem Wetter noch funktionieren muss. Oder ein Gerät, das in einem Haus innen, bei der Innenbeleuchtung, noch funktionieren muss, auch wenn das Licht sehr schwach ist. Und die andere Anwendungsmöglichkeit ist, dass man von der Sache profitiert, dass diese Solarzelle als transparentes Element gestaltet werden kann. Oder wenn man die Solarzelle noch dünner einfärbt, kann man das als Hilfsmodul oder als Zusatzspeisung für Kristallanzeigen brauchen von elektronischen Geräten oder auch für eine Uhr, wo das Uhrenglas als Solarzelle dient. Farbstoffzellen sind billiger als Siliziumzellen. Zusammen mit ihrer besseren Effizienz bei diffusem Licht könnten sie sich für den Einsatz in Drittweltländern sowie in Mitteleuropa eines Tages als rentabel erweisen. Es gibt noch viele Aufgaben zu lösen. Wir sind ja im Labormaßstab. Wir möchten Quadratmeter große Zellen machen. Und da gibt es Verschaltungsaufgaben. Dann müssen wir die Stabilität ja immer wieder nachweisen, wenn wir auch nur eine Komponente ändern. Wir müssen also viel Stabilitätsmessungen machen. Es gibt noch sehr viele Aufgaben. Die Aufgaben wachsen jetzt exponentiell an. Und zum Glück haben wir jetzt auch weltweit genug Interesse ausgelöst, dass auch andere Forscher und andere Gruppen interessiert sind und an diesen Wagen mitziehen. Das Photobiologie-Labor von Professor David Hall am King's College der Universität London. Eine begehrte chinesische Delikatesse wird zu einer Nährlösung gegeben. Getrocknetes Erdhaar. Die aus Zellfäden bestehenden Filamente wachsen hauptsächlich am Südrand der Wüste Gobi. In einem beleuchteten Schüttelofen wird das Erdhaar zum Wachstum angeregt. Die Zellfäden sind ein photosynthetischer Organismus. Genauer, Erdhaar, das ist eine Ansammlung von Cyanobakterien.
Nicht nur Blätter kennen die Photosynthese. Bakterien entwickelten den Prozess zuerst, vor 3 Milliarden Jahren. Sie verwendeten allerdings noch kein Wasser dazu. Erst mit den Cyanobakterien und den grünen Algen war etwas später der wichtigste Prozess des Lebens entwickelt, die Wasserspaltung. Und im Laufe der Evolution der Photosynthese hat sich dieser Prozess praktisch nicht mehr verändert. Aus Wasser werden Elektronen und Protonen gewonnen, um damit Kohlenstoff zu binden oder Wasserstoff oder Ammoniak zu produzieren. Wir beeinflussen die Cyanobakterien, um damit Wasserstoff zu gewinnen. Is to manipulate these cyanobacteria or blue-green algae to produce hydrogen. In einem Photobioreaktor wird der Brennstoff der Zukunft synthetisiert. Wasserstoff. Seit 2 Monaten. Kontinuierlich. Cyanobakterien des Erdhaars schwimmen frei darin herum. Um die Produktion des Wasserstoffs zu messen, wird dem wässrigen Nährbad eine Probe entnommen. Es geht bei diesem Versuch darum, für den Stoffwechsel der Bakterien die besten biochemischen Bedingungen zu eruieren. Mehr Wasserstoff soll gewonnen werden. Die entnommene Probe wird in kleine Fläschchen abgefüllt und luftdicht verschlossen. Unter seinen natürlichen Klimabedingungen hat das Erdhaarbakterium eine außergewöhnliche Stabilität punkto Stoffwechsel entwickelt. Eine Frage ist, ob das Bakterium diese Stabilität als freilebende Zelle in einer Nährlösung beibehalten kann. Die Proben kommen für eine bestimmte Zeit in ein warmes Wasserbad und werden wiederum dem Licht ausgesetzt. Die Cyanobakterien verwenden die Wasserspaltung unter sehr einfachen Bedingungen. Alles, was sie dazu brauchen, ist Wasser, Luft und einige organische Salze. Damit gelingt ihnen das Gleiche, was in den viel komplizierter gebauten Blättern abläuft. Oben in den Fläschchen sammelt sich der produzierte Wasserstoff. Ein Gaschromatograph misst die Produktionsmenge jeder Probe. Noch sind die Messungen des Erdhaars nicht ausgewertet. In früheren Versuchen mit anderen Cyanobakterien wurden jedoch Wirkungsgrade von bis zu 5% erreicht. Ziel sind 10%. Die Natur draußen schafft 1%. Royal Botanic Gardens Kew, London. Tropenhaus. Ergiebigster Ort der Photosynthese. Es gibt Pflanzen, die bewältigen hohe Temperaturen oder Wassermangel oder sie nehmen Nährstoffe auf. All diese Eigenschaften sind wichtig, wenn wir die Photosynthese nachahmen wollen. Denn wir können Pflanzen nicht einfach wachsen lassen wie in diesem Treibhaus. Wenn wir diese verschiedenen Prozesse verstehen, können wir sie in unseren künstlichen Systemen uns zunutze machen. Ein einfacher Photobioreaktor wird aufgebaut. Damit ist es gelungen, mehr als ein Jahr lang kontinuierlich Wasserstoff zu produzieren. Die Bakterien schwimmen nicht mehr frei in einem Nährbad, sie sind in einer Glaskolonne immobilisiert. Das Nährmedium fließt um sie herum. Zur Immobilisierung werden die Cyanobakterien in haardünnen, hohlen Fibrillen oder kleinen Schaumstoffwürfeln kultiviert. Die Bakterienzellen setzen sich in die Fibrillen oder Würfeln fest. Vorteile der hier entwickelten Technik sind eine Stabilisierung der Stoffwechselprozesse, eine erhöhte Ausbeute und eine längere Lebensdauer des Bioreaktors. Stolzestes Resultat mit immobilisierten Bakterien in diesem Labor ist eine kontinuierliche Wasserstoffproduktion über 15 Monate hin. Wir lernen immer mehr dazu. Wir können noch nicht sagen, wann wir genug wissen werden, aber es lohnt sich. Denn eine verrückte Sache wie unsere Forschung und die von Michael Grötzl könnte wohl zu einer sauberen Technologie im nächsten Jahrhundert führen. In Europa, in den USA und in Japan bilden mit Wasserstoff betriebene Fahrzeuge ein Objekt der Forschung. Sollten die künstlichen Photosynthesesysteme eines Tages tatsächlich große Mengen an Strom und Wasserstoff produzieren können, so wäre damit ein Energiekreis geschlossen, der die Umwelt nicht mehr belastet. Warum wächst ein Baum so, wie er wächst? Der Physiker Klaus Matek beschäftigt sich mit dieser Frage, der Körpersprache des Baumes, wie er es nennt. Die Forschungsresultate von Matek und seinem Team sind aufsehenerregend. Ein von Sturm oder Blitzschlag verletzter Baum wächst in jedem Falle statisch optimal weiter. Diese und andere Erkenntnisse werden in der Industrie bereits umgesetzt. Wenn ein Baum ein Mensch wäre,
Ich würde sagen, dann wäre er absolut zuverlässig. Und zweitens, die Bäume lügen nicht. Die Körpersprache der Bäume ist also vielleicht, sag mal, die einzige in der Welt, in der nie gelogen werden kann. Um sicher zu sein, dass ein Baum nicht lügen kann, musste Dr. Matthek erst dessen Vokabular entziffern. Bäume sind wie angespannte Federn und weisen in ihrem Innern eine enorme latente Spannung auf. So groß ist diese Spannung, dass ein Baum sich selbst zersplittert, wenn er falsch angesägt wird. Oder dass er sich von selbst fällt, wenn, wie hier mittels Sollbruchstellen im Stamm, diese Spannung ausgenutzt wird. Achtung jetzt! Dr. Matthek suchte nach äußeren Belegen für diese innere Spannung. Er untersuchte über 200 Arten der Baumverformung und fand heraus, dass alle auf dem Axiom der konstanten Spannung beruhen. Ein Baum will auf jedem Punkt seiner Oberfläche eine konstante gleichbleibende Spannung aufrechterhalten. Wenn das Gleichgewicht der Spannung gestört ist, lässt der Baum überall dort mehr Holz nachwachsen, wo seine Spannung zu hoch ist, während er das Wachstum an allen Stellen einstellt, wo die Spannung zu tief ist. Durch diese natürliche Optimierung stellt jeder Baum sein inneres Gleichgewicht wieder her. Eine mechanische Konstruktion, die nirgendwo höher belastet ist und nirgendwo niederbelastet ist, das ist der Wunschtraum eines jeden Ingenieurs. Der Wunschtraum wurde Wirklichkeit. Die Körpersprache der Bäume kann heute mit moderner Elektronik auf neuzeitliche technologische Aufgabenstellungen übertragen werden. Eine dreidimensional errechnete Komponente wird durch eine Computersimulation unter mechanischen Druck gesetzt. Eine Programmschlaufe befiehlt allen Punkten des Objekts, je nach Druck, Material entweder zu erzeugen oder abzubauen, bis eine gleichmäßige Druckverteilung erreicht wird. Hier durch einen Radialriss hat er hier hohe Spannung auf der Rissspitze. So formiert der Baum vor der Rissspitze eine Wulst, womit er die konstante Spannung wiederherstellen kann. Der Computer errechnet in Sekunden, wofür ein Baum Jahre benötigt. Wir haben diese Wachstums- und Reparaturmechanismen von der Natur rüberkopiert in den Maschinenbau, wozu dieselbe Software zu verwenden war. CAO, computerunterstützte Optimierung. Im Technischen Entwicklungszentrum der Adam Opel AG in Rüsselsheim wird die CAO-Methode bereits eingesetzt. Schlüsselkomponenten, die im fahrenden Auto einen gewaltigen Druck aushalten müssen, werden mit diesem Verfahren erfolgreich optimiert. Achsschenkel, Radnaben, Aufhängungen und Motorenteile werden aufgrund der natürlichen Ingenieurkünste eines Baums entworfen. Formoptimierte Bauteile, Tests haben es bestätigt, sind bis zu 10-mal belastbarer. Solch dynamisches Verfahren, wie das die CAO-Methode ist, ermöglicht uns, Bauteile entsprechend ihrer wirklichen mechanischen, physikalischen Anforderungen entsprechend wachsen bzw. schrumpfen zu lassen. Es sind im Wesentlichen Fahrwerksbauteile, meistens Gussschmiedeteile, die hohes Potenzial noch aufweisen hinsichtlich optimalerer Gestaltung und besonders auch Gewichtseinsparung. Die meisten Automobilhersteller und viele andere Unternehmen verfügen über diese CAO-Methode. Immer mehr Produkte und Maschinen enthalten Komponenten, wie sie ein lebender Baum in Form und Funktion vorgibt. Darin sehe ich also auch die Chance der modernen Computerei für die Zukunft. Das Kopieren von Naturmechanismen, also eine naturnahe Computerempirie, die sich frei macht von diesen streng mathematischen Vorgehensweisen, mit denen man zwar sehr eindrucksvoll vier Wände voll Formeln schreiben kann, aber bei denen man dann doch recht große Schwierigkeiten hat, wenn man eine Industriekomponente optimieren will. Es stellt sich die Frage, wie unser auf Fortschritt basierender Stolz es verkraften wird, dass der beste Ingenieur und kreativste Designer nicht zwei Beine und zwei Arme besitzt, sondern Wurzeln, einen Stamm, Äste und Blätter. Die Bauprinzipien, die der Schweizer Ingenieur und Architekt Heinz Isler benutzt, würden heute der Bionik zugeordnet. Er verwendete sie allerdings schon lange, bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Ein Besuch beim Bionik-Pionier in unserer Rubrik Swissmade.
Tankstelle Deitingen Süd. Bionische Klassik am Wegrand der Betonpiste von Bern nach Zürich. Erbauer Heinz Isler, Baujahr 1968. Die beiden dreieckigen Schalenflügel haben weniger mit strenger Geometrie als mit reiner Natur zu tun. Architektur als das traditionelle Anwendungsgebiet biologischer Formen. 1994. Heinz Isler steigt auf das Dach seines Bürogebäudes in Lissach-Schachen, Kanton Bern, Baujahr 1964. Mittlerweile ist hier oben auf dem Dach eine natürliche Klimaanlage entstanden, aber nicht einfach von ungefähr. Vor 30 Jahren, als es hier noch so aussah, staute sich unten in den Büros die Sommerhitze ins Unerträgliche, bis Isler die grünen Algen entdeckte, die sich im liegen gebliebenen Wasser auf dem Dach bildeten. Und da wusste ich, jetzt sind wir gerettet. Denn die grünen Algen, die verwenden, die verarbeiten das Sonnenlicht in chemische Energie, also in Biomasse. Und somit war die Energie weg und das Dach würde kalt werden. Die Algen, die hatten eine relativ kurze Lebenszeit und starben dann ab. Aber darüber wuchsen sofort neue Algen. Und da ist mit der Zeit ein herrliches Biotop entstanden mit Blumen, die es im Schachen eigentlich gar nicht mehr gab. Aber da oben haben sie sich entwickelt. Die Ideen von Heinz Isler gehen auf Beobachtungen der Natur zurück. Die Natur als Basis von Entwicklungen, die Isler neue Lösungen finden hilft. Natur als Auslöser für das kreative Spiel mit Form und Material. Eines Abends, als ich nach Hause kam, da fiel mir das Kopfkissen auf, das da auf dem Bette lag. Und ich fand, das wäre eigentlich die Form, die mir gefallen würde. Dies führte zu Experimenten mit aufblasbaren Membranen. Isler befreite sich von den Fesseln der Kugel- und Zylindergeometrie. Als erste freie Formen entstanden daraus die Buckelschalen. Bald entdeckte Isler das Hängeprinzip. Friert man die Form in diesen Zustand ein und kehrt sie um, so lässt sie sich als Druckschale einsetzen. Ich habe immer auf technischem, also geistigem Wege, sozusagen intellektuellem Wege oder Beobachtung, habe ich Prozesse entdeckt und habe die dann umgewandelt in Schalen. Und siehe da, am Schluss haben die Schalen endlich ausgesehen, wie das, was in der Natur ist, eben die tausendfachen, millionenfach vorhandenen Naturschalen. Aber ich habe nicht dort begonnen. Ich habe immer erst eigentlich hinterher gemerkt, dass ich sehr nahe an diese Formen rankam. Isler ist aber nicht nur Künstler, sondern auch Ingenieur. An seinen Modellen führt er exakte Vermessungen und Belastungstests durch. Er kennt die Probleme der Bauausführung im konstruktiven und handwerklichen Bereich. Er weiß, die Baustoffe richtig zu wählen und zu behandeln. Hallenbad der Stadt Bruck, Baujahr 1981. Islers große Schalen sind aus Beton. Die im Modell festgelegten Formen werden mit präzisen Schalungen erreicht. Isler überwacht die Bauarbeiten und kontrolliert seine Tragwerke noch Jahre nach der Erstellung. Die so gewonnenen Erkenntnisse kommen den nächsten Konstruktionen zunutze. Die Schalen, das sind die sparsamsten, die Material- und energiesparsamsten Dinge, die es im Universum gibt. Ich würde sagen, 70% aller Tragkonstruktionen in der Natur sind Schalenkonstruktionen. Sie sind dünnwandig, es sind Hochleistungsformen, die also die größtmögliche Festigkeit und Stabilität bei dem geringsten Materialaufwand herbringen. Ich glaube, wir haben heute Hochleistungsformen erzeugen können, die, ich würde sagen, in der Effizienz von keiner anderen Bauweise erreicht werden. Ich möchte sagen, das nehme ich nicht als mein persönliches Verdienst entgegen, sondern das ist das Prinzip. Das Prinzip, das Naturprinzip, das Prinzip, das im Universum existiert, das wir jetzt einfach natürlich anwenden.